Affen, die gehen andere Spinnen. Ah, yes. Yes.
Flamel ist hier. Mal sehen. Thank you.
irgendwie die Hörer, die Hallen schon raus. Thank you.
Ich gucke immer Tierfilme bei YouTube. Ich muss immer lachen. Thank you.
Oh, das mit Jackie Stevens und das andere Lied hat nicht so. Aber naja, ist egal. Jetzt hör mal auf, wie spät haben wir's? Was? Oh, schon sehr fremd. Ich muss bald zum Doktor. Oh Gott. Machen wir mal den Teil aus, ne? Oh, meine Arme. Oh. Oh Gott, Agatha. Moni, du musst. So, meine lieben Fans, jetzt habe ich mal alles so einiges auf der Kirchenorgel gespielt, weil ich wieder einen Organisten erwischt habe, der spielt Popmusik, Schlager, der spielt auch Volksmusik. Und dann eine Organistin, die spielt Schlager, Volksmusik, Stimmungslieder. Und jetzt hab ich mal versucht, mal ein bisschen nachzuspielen, aber mit dem Jacket Stevens und das andere Lied da, das ist ein bisschen schwierig. Da muss ich schneller sein. Naja, ich hab so einigermaßen, aber sind dem immer mal Zwistigkeiten dabei, immer. Ein paar Fehler und so. Naja, ich bin ja keine ausgebildete Organistin, ich bin ja nur Hobby-Organistin. Und viele spiele ich auch an der Hammond-Orgel und so. Und ich will auch versuchen, mal wieder meine Aufnahmen zu erweitern mit meinem Fernseher und mit meiner Surround-Anlage. Anders jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wo ich hier ganze Technik hinstellen soll. Und außerdem komme ich damit nicht klar. Und das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte Live-Musik spielen. Ich sage es euch immer wieder, Live-Musik ist besser. Ich habe viele Musiker gesehen, die spielen am Akkordeon, an der Orgel, also an der Hammond-Orgel und Kirchenorgel live mit Händen und Füßen. Und Akkordeon eben nur mit den Händen und den Bässen. So, ohne Verstärkung, ohne alles. Ich ziehe lieber mein Akkordeon. Das ist besser für mich. Das ist mehr Training. So, meine lieben Fans, ich hoffe ja, es wird euch gefallen. Die Weihnachten kriegt das schon hin. Und ich bin in der Kirche sehr gut angekommen. Ich war jetzt letzten Sonntag wieder in der Kirche. Ich bin sehr gelobt worden. Trotz meiner Zwistigkeiten, die dazwischen waren. Die Fehler. Und ich sage ja, ich habe ja da auch eine Ansprache gehalten, weil das Zimmer hier von mir ist zu klein. Und ich will mal sagen, in der Kirche, da habe ich das gemerkt. Die Orgel spielte sich sehr schwer, weil diese Orgel nicht oft gespielt wird. Jetzt so wie meine Instrumente, ich muss alles mal wieder durchgehen, sonst geht mir alles kaputt. Ja, und auf jeden Fall, ich will mal sagen, die Akustik war wunderschön. Vor allen Dingen, wie ich zum Empfang das Lied gespielt habe. Das hört sich ja sowas von schön an, ja. Das habe ich auf Radio Brocken gehört. Und naja, und nachher, da habe ich das Halleluja gespielt, nach dem Schluss, als die Schluss war mit der Gemeinde, da habe ich das Halleluja gespielt. So, aber ich habe das Lied noch einmal gehört, da ich auch Fehler drin. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich das Lied irgendwie korrigieren kann. Das haben sie, glaube ich, auf Radio
Ja, MDR haben sie es auch gebracht. Naja, ich muss mal sagen, ich muss mal wieder auch viel CD hören. Und bloß sage immer wieder, mit dieser Musik, was heute gespielt wird, komme ich nicht mehr an. Weil aus dem Grunde, ich habe keine Notenkenntnisse. Bloß damit ihr Bescheid wisst, das wisst ihr ja. Wer mich sehen will, ist gut. Und wer nicht, ich hätte bald was gesagt, aber der lässt es bleiben. Ja? Wem es gefällt, ist gut. Und wem nicht, lässt es bleiben und kann gleich wieder wegdrücken. Ja? Mehr sage ich dazu nicht. Ja? Ich habe gepaukt wie ein Ochse, ja. Bloß um so einigermaßen ein bisschen hochzukommen mit der Musik. Und das war bei mir als Kind schon. Ja. Ich war schon als Kind musikalisch, da war ich 3-4 Jahre alt. Ja. Leider ist mein Papa mit 35 Jahren verstorben. Der wollte mich fördern, dass ich mal ein Star werde. Musikschule besuchen und so weiter und so fort. So, mehr sage ich dazu nicht. Ja, ich hoffe, meine lieben Fans, ihr könnt es nachvollziehen und versteht mich, was ich gesagt habe. Ja, so, jetzt habe ich noch mal eine kleine Ansage gemacht. Und trotzdem recht herzlichen Dank für die vielen Aufrufe und Abonnenten. Finde ich ganz toll. Ja. Ich bin nicht geldgierig, ja, ich mache Musik am Spaß, an der Freude und nicht Kohle zu verdienen und zu bescheißen und das mache ich nicht. Ich spiele meine Live-Musik weiter und da brauche ich auch keine Hilfe. Ich mache das alles alleine, da brauche ich keinen dazu. So, nur wisst ihr Bescheid, meine lieben Fans. Jetzt könnt ihr von mir denken und halten, was ihr wollt. Das ist mir egal. Ich sage es immer wieder. Auf jeden Fall nochmals vielen Dank, dass ihr in meinen Kanal mal reingucken tut. 2016/17 konnte ich noch nicht so gut spielen an der Kirchenorgel, ja. Aber heute